Ja, wir spielen jetzt den neuen Spielmodus auf Gomme, der heißt Zombies und jetzt leckt's gerade. Bitte kein Server Crash, bitte kein Server Crash, bitte kein Server Crash. Hey Leute und willkommen zu einem Video von mir. Ja, ich habe ja lange nichts mehr hochgeladen. Das lag daran, dass ich erstmal ein bisschen was zu tun hatte und ich dann auch wirklich keine Zeit gefunden habe. Dann lag daran noch, dass in der Hälfte der Woche, also wo ich so circa 3 bis 4 Tage nichts mehr hochgeladen habe, wollte ich was aufnehmen. Und das so ging jetzt auch schon bis jetzt immer so weiter. Und mein Mikrofon ist immer abgehackt. Das heißt, ihr hättet euch das nicht geben können. Es ist einfach immer abgehackt. Und jetzt funktioniert es auf einmal. Zwar spackt mein Programm vom Headset immer noch rum. Das lädt mich jetzt schon seit 24 Stunden durch. Aber solange das Programm offen ist, hackt es mich nicht mehr ab. Und dann lasse ich es jetzt einfach immer öffnen, wenn ich meinen PC anhab. Und gucken, was es geht. Okay, gut. Es hat wieder funktioniert. Fragt euch nicht, warum. Fragt mich nicht, warum es so geleckt hat. Normalerweise passiert sowas nie. Aber ja. Zombies geht im Prinzip darum, ich wurde gerade infiziert, GG. Zombies geht darum, dass man auf einer Seite ist, einmal die Menschen und einmal die Zombies. Die Menschen müssen versuchen, alle Zombies zu töten. Und wenn sie einen Zombie getötet haben, also Zombies haben unendlich Leben, wenn sie einen Zombie getötet haben, droppt dieser einen Kopf und so Power-Ups. Mit diesen Power-Ups können sie sich heilen und so weiter, aber dazu will ich jetzt nicht so viel sagen. Und mit diesen Köpfen, die müssen sie zu Villagern bringen. Und wenn sie 50 Köpfe zu Villagern gebracht haben, es ist egal welche, dann haben sie gewonnen. Und wir müssen versuchen, alle Villager, es gibt 10 Stück, zu töten oder alle Menschen. Villager ist natürlich besser, weil es einfacher ist, weil Menschen sind besser equipped als wir. Ja, als Mensch hast du, wie gesagt, hier mega gutes Equip. Infinity Bow, Eisenschwert, fast volle Eisenrüstung. Und als Zombie leider nur so ein bisschen Lederrüstung und ein Holzschwert. Dafür hast du aber einen Schnelligkeitsbuff. Und ja, man muss hier ein bisschen taktisch spielen als Zombie. Am Anfang werden immer 4 Menschen infiziert. Also 4 sind am Anfang Zombies und dazu gehörte ich jetzt mal ausnahmsweise. Ja, so viel dazu. Wir müssen jetzt versuchen, ein paar Menschen zu töten. Das geht aber natürlich nicht alleine, weil wir dafür viel zu schlecht sind. Mit unserem Equip, wir müssen jetzt entweder einen Zombie suchen, mit dem wir einen Menschen zusammen angreifen, oder einen Villager finden und ihn versuchen zu töten, ohne dass es Menschen bemerken und uns killen wollen dabei. Ja. Hier seht ihr, okay, GG. Keine Chance. Also das ist echt schwierig, wenn hier keiner da ist, aber es gibt gerade irgendwie nur 5 Villager. Fragt mich nicht, warum. Auf dieser Map gibt es irgendwie nur 5. Und wir haben schon 2 davon infiziert. Dann suche ich jetzt mal noch einen Villager. Ich weiß bloß nicht, wo die sind. Das ist der große Nachteil. Der wurde schon infiziert. Ihr seht, er ist ein Zombie. Ja, immer da sind Villager, wo auch ein Kessel ist. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo sich ein Villager aufhält. Okay, wir werden gleich eh gekillt. Wir haben kaum noch Leben und als Zombie rackt man nicht. Ich weiß nicht, ob man als Mensch wieder die Herzen rackt. Als Zombie auf jeden Fall nicht. Wenn man halt noch Hunger und so hat. Als Debuff. Ja, mal schauen. Ich sollte nicht so viel Fallschaden kassieren. Da ist ein Villager, aber die bewachen den gerade relativ gut. Ja, okay, no chance. Ja, die müssen mir eigentlich auch schon helfen, die. Weil wir werden jetzt schon kurz vom Verlieren. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich eh noch eine Runde machen werde. Weil die haben schon 33 Köpfe von uns. Ja, keine Chance. Ja, okay. Das bringt nichts. Es müssen schon alle Zombies auf die eingehen. Aber guck mal, wo die hingehen. Die gehen nach da hinten. Warum? Komm, wir reißen wenigstens noch einen mit in den Tod. Das macht echt, teilweise macht es als Zombie echt keinen Spaß, weil du nur stirbst. Aber als Mensch macht es umso mehr Spaß. Deswegen, ich finde den Modus so lala, ich finde ihn eigentlich ganz nice, aber naja, es gibt auch bessere Modi auf Gomme. Und da haben wir jetzt verloren, weil sie alle 50 Köpfe reingebracht haben. Okay, gehen wir mal in
noch eine Runde. Zwei werde ich machen. Ja. Also wie gesagt, ich habe nicht viel hochgeladen wegen einmal diesem Problem und einmal zeitlichen Problem. Und auch ein bisschen muss ich zugeben wegen Lust. Aber auch nur ganz leicht. Und ja. Dann werden wir jetzt mal gucken, was das hier so wird in dieser Runde. Hoffentlich werden wir nicht wieder infiziert. Ich höre gerade nur irgendwelche Jukebox-Musik. Frag mich nicht warum. Jetzt hört's auf, okay. Bisschen komisch. Ja, mein PC ist irgendwie gerade auch ein bisschen komisch. Er leckt zwischendurch bei Aufnahmen, was eigentlich nie der Fall ist. Und das Aufnahmeprogramm macht die Qualität irgendwie ein bisschen schlechter. Ich muss mal gucken, ob ich es im Schneidprogramm fixen kann. Also es macht das so dunkel, das Aufnahmeprogramm etwas dunkler. Das werde ich aber bestimmt mit dem Filter fixen können, dass es wieder einigermaßen normal aussieht. Ja, dann sieht es eigentlich, wenn ich jetzt einen Filter drauflege, der das heller macht, müsste man das kaum noch sehen. Dann müsste man eigentlich denken, dass da gar kein Filter drauf ist. Ja, also werden wir mal schauen. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder infiziert. Ihr seht, als Mensch hat man so diese Rüstung. Ist ganz nice. Und ein Infinity Bow unten. Eisenschwert mit Schärfe 2 und Haltbarkeit X. Und ja, wir wurden diesmal nicht infiziert. Das ist nice. Diesmal gibt es auch 50 Villager. Okay. Da haben wir jetzt einen gekillt. Ihr seht, jetzt ruhig Rechtsklick hier drauf. Okay, der Villager wurde infiziert. Bei dem können wir nichts mehr abgeben. Aber ich könnte jetzt Rechtsklick auf den Villager drücken und auf den Kessel von dem Villager und den Kopf abgeben. Hier seht ihr, hier mache ich es. Habe jetzt einen Kopf abgegeben, jetzt haben wir schon 55 Köpfen. Ja, ihr seht, der Zombie hat auch eine Schnelligkeitspotion und Powder of Life gemacht. Schnelligkeitspotion habe ich mir gerade reingezogen. Und Powder of Life bringt im Prinzip, wenn man Damage bekommt, kann man da Rechtsklick drauf machen und dann füllt das ein bisschen Herzen auf. Ja, auch ganz praktisch. Und dann können wir jetzt ja mal gucken, ob wir... Das war kein Zombie. Ob wir da mal noch einen Zombie kriegen. Also ich finde, der Modus bockt für zwischendurch, aber nicht für dauerhaft. So, da haben wir wieder ein Dings. Und gehen mal zu einem Villager. Wo ist denn einer? Ich sehe gerade keinen Villager. Hier, der wurde schon infiziert. Wir haben nur noch 6 Villager. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Muss ich sagen. Ja, okay, die Zombies sind auch ein bisschen in der Oberhand, muss man sagen. So, wo sind denn? Ja, okay, es bringt uns nichts. Im Prinzip kann ich jetzt einfach alle töten und später die Köpfe abgeben. Weil wenn ich tot bin, bin ich eh tot. Okay, der wurde infiziert. Dann würde das zwar meinen Gegnern dann was bringen, aber das ist dann ja auch scheiße. Ja, habe ich jetzt mal die 2 abgegeben. Aber eigentlich könnte man auch einfach alle erstmal töten und später zum Schluss die abgeben. Ja. Das war eigentlich taktisch relativ gut. Nein, 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 nein. So. Den haben wir. Komm, 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 komm. Oh. Die nerven ein bisschen. So, okay. Ja, jetzt können wir hier das abgeben und haben auch schon fast gewonnen. So, 45 haben wir. Und ja, so läuft es im Prinzip ab. Dann habe ich euch mal beide Seiten präsentiert. Okay. Ja, es leckt zwischendurch bei mir. Also jetzt vom Internet her. Und wir haben gewonnen. Nice. Nice, nice. Ja. Okay, also so habe ich das jetzt euch im Prinzip mal gezeigt. Und ja, ich wurde geshadbannt wegen einem unnötigen Grund. Aber da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also ich habe irgendwie was geschrieben, was man nicht schreiben sollte. Also ich habe jetzt nicht richtig beleidigt, aber ich habe einfach mal so... Ich habe einfach was geschrieben und... Also wenn ich es genau wissen wollte, ich habe Lappen geschrieben, aber nicht in dem Bezug auf eine Beleidigung, sondern einfach L plus P-E-N. Und da wurde ich geshadbannt. Aber nicht in Bezug einer Beleidigung, sondern einfach mal so. Und
Ja, also wegen einem unnötigen Grund, falls ihr es wissen wollt. Aber das ist ja nicht so wichtig. Bald bin ich auch wieder entbannt. Okay, bald kaufe ich mir auch übrigens Premium, falls euch interessiert. Aber das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch vieles zeigen, was mit Zombies zu tun hat. Es klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Also wenn ihr wirklich das einmal gespielt habt, dann checkt ihr das Ganze. Ja, ich bin jetzt wieder aktiv, hoffe ich zumindest. Vielleicht kommt mal irgendwann wieder was dazwischen die nächsten Tage. Dann kann es sein, dass ich mal ein paar Tage nicht aktiv bin, aber ich versuche wieder regelmäßig Videos zu bringen. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Lasst doch eine Bewertung und einen Kommentar dran da. Und wenn ihr es nicht habt, dann vielleicht auch noch ein Abo. Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.